Boah, dieser Mönch ist sowas von verfressen. Ja, nicht? Und das ist alles mein Verdienst. Was? So, und jetzt haben wir hier, oh, die Wippe. Seesaw. Wie es hier heißt. Und zwar habe ich dazu auch, obwohl das ja auch schon in dem Wii-Spiel enthalten war, einen Text gemacht. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ihr werdet mich teilweise gleich rappen hören. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich finde, es passt einfach so dazu. Ich hoffe, es ist okay. Ich hoffe, ihr werdet deswegen nicht abschalten. Es ist auch ein ernsterer Text. Es ist jetzt nicht irgendwie was Lustiges oder sowas. Ich habe eher versucht, haufenweise Wippenanspielungen reinzubringen, aber es ist nicht unbedingt lustig oder sowas. Es hat eher so einen kleinen gesellschaftskritischen Ton. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Jo, jetzt geht's los, Alter. Ich singe aber trotzdem mit drin, also es ist nicht ganz nur das eine. Vor allem, weil es ja auch irgendwo ein metalmäßiger Track ist dann. Aber es ist, da bin ich auch irgendwie so stolz auf mich, dass ich darüber einen Text machen konnte. Immer dieses hin und her und... Aber es geht natürlich auch schneller, das werden wir jetzt sehen. Chiku, Chaku, Chiku, Abdu. So, und das Ganze kann sich natürlich auch hin und her mal abspielen, also dass man dann erst weit oben hinspringt und dann in der Mitte nicht so hoch. Jetzt geht's los. Die höchsten Mächte haben sich gegen uns verschworen. Wir stehen kurz vor dem Ende der Welt. Alles um uns herum zerfällt, doch die Wippe, die hält. Wow, wow. Tod und Verderben, Leid und Hunger überall. Sagt mir, wer hat das alles bestellt? Unser Urteil ist fast gefällt, doch die Wippe, die hält. Das Universum krepiert, doch die Wippe, die hält. Haben wir im Grunde noch eine Wahl? Ist doch alles gestellt. Man wird geprellt von den Clowns mit zu viel Glück, Macht und Geld. Bis sie ganz allein entscheiden, wer steigt und wer fällt. Die Entscheidung hat immer schneller und am Ende fehlt die Zeit. Für den Kampf für Gerechtigkeit, steht nicht rum, macht euch bereit. Dass es so kommt, war abzusehen. Jetzt wird's Zeit, bis anzugehen. Denn sonst haben wir die Chance verpasst, den Spieß noch rumzudrehen. Also steigt hoch in die Luft, sammelt potenzielle Energie. Geht auf sie nieder und übt Druck aus wie noch nie. Versucht's mit aller Kraft und betet, dass es klappt. Denn kommt das Gute aus dem Tag, haben wir alle verkackt. Die Chancen sinken und der Kampf wird immer härter. Doch aufgeben werden wir nicht. Wir machen weiter und zwar so lang, bis die Wippe zerbricht. Wow, wow. Ich muss sagen, es war nicht perfekt, aber es hat gereicht, oder? Ich werde nochmal eine Version hochladen, wo es vernünftig gemacht ist. Ach du Scheiße. Ja. So viel dazu, aber ich habe mein Bestes versucht, das gesanglich hinzukriegen. Ich denke, das nächste wird besser werden. Ich hoffe es. Denn das nächste Minispiel wird auch wieder ein Lied werden. So, bla bla bla. Wir wollen das jetzt nicht hören. Ich will lieber skippen. Das ist so ein trauriges Ding. Da habe ich auch einen traurigen Text dazu geschrieben. Ich weiß nicht, irgendwie die ernsten Texte, die nicht so ernsten Texte, die sind mir leider ausgegangen jetzt. Aber trotzdem, es ist auch mal schön, was anderes zu haben, denke ich. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, auch wenn ich mich wahrscheinlich wieder beim Spiel nicht so toll anstellen werde. Eine Einkaufstüte. Das ist ein Bär. Drücke A. Dum, dum. Er isst Kringel oder Donuts oder Bagel oder was weiß ich, was das sind. Und das andere sind, glaube ich, Kuchenstückchen.
Oh, der Arme, der seufzt so. So, jetzt geht's eigentlich damit schon los. Das war nämlich schon alles und jetzt kommt der Text. Bin nur ein Bär, nicht mehr und nicht weniger. Esse und schlafe sehr oft und gern. Trotzdem wär's schön, wenn da noch jemand wär. Nach einer Bärin, da sehn ich mich sehr. Ich weiß noch damals, sie war wunderschön. Ich wollte sie beschenken, doch sie wollte gehen. Bin ich hier, bin ganz allein, kann nur noch weinen. Sie sagte nein, Trauer zieht ein. Und ich frag mich insgeheim, bin ich denn wirklich allein? Das ist so ein trauriges Minispiel. Aber das Ende ist schön. Das ist so. Oh. Da könnte man glatt weinen. Und bam! Man könnte sich natürlich auch über die gute Punktzahl freuen. Jo! Also. 3 Lieder in 2 Parts, mehr habe ich leider auch nicht anzubieten derzeit. Außer natürlich... Hä? Oh, da geht wieder was auf. Hey, du hast das Tor geöffnet. Ja, da brauche ich dich nicht mehr. Du hast mich geliebt und dann weggeschmissen. Ich habe dich gar nicht geliebt. Oh, ich schlag dich gleich. Ich habe nämlich dicke Muckis. Nicht schießen. Moment, du hast keine Waffe. Yay! Jetzt verzieh dich endlich! Schließlich habe ich hier meine rote Schrift zu verteidigen und meine blaue auch! So, jetzt geh endlich! Ich will dich hier nie wiedersehen! Ja, ich dich auch nicht! Hey, aber das ist mein Zuhause! Was soll denn das? Ja, verzieh dich einfach, ne? Nö, mach ich nicht! Kannst ja einfach nie wieder herkommen. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Jupp. Und nu? Verzieh dich. Ja, ist ja schon gut. Ja, jetzt mach hinne. Ich hab nicht ewig Zeit. Mann, muss ich dir erstmal zeigen, in welche Richtung es geht? Also darunter auf jeden Fall nicht. Sondern davor. Ja. Jetzt mach hin. Textzeilen hin oder her. Du musst deine Mission erfüllen. Du musst nämlich was auch immer machen. Um in den Himmel weiter aufzusteigen und, ja, ist ja gut, ist ja gut. Hey, unterbrichst du mich einfach? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, und nu, bla bla bla, bla bla bla. Und, ich freue mich. So. Ja, genau, so rum geht's nämlich nicht. Es geht weiter vor und wir kriegen dort was zu tun mit, Mr. Blau und Schlank. Hallo, Mr. Blau und Schlank, wie geht's so? Leider nicht so gut, ich sehe nichts. Woran das nur liegen könnte? Ich habe auch keine Ahnung, aber du siehst mir leider nicht danach aus, als ob du mir helfen könntest. Du siehst mir eigentlich nach gar nichts aus, aber das Problem hatten wir ja gerade. Ja, also, beschreib dich doch mal. Damit ich dich nämlich willkommen heißen kann in meinem Reich, der... ja, Entschuldigung, aber ich kann es leider nicht bildlich beschreiben. Bin zu blind. Ja, würde ich mal die Augen aufmachen. Ja, obwohl, ich mach's auch mal zu. Och, das ist ja viel besser als vorher.
Ja, dann, wenn du das sagst, lasse ich die Augen lieber auch zu. Ja, tu das lieber. Ja, und was machst du jetzt? Willst du hier durch? Kannst du vergessen. Ich habe wieder ein paar Minispiele für dich. Minispiele? Ernsthaft? Ja, so ist das nun mal. Du hast ja die anderen auch schon mitbekommen. Die lassen dich nicht durch, bis du ihre Minispiele gespielt hast. Und genau sowas mache ich auch. Ich bin halt voll Mainstream. Na und? Ich stehe dazu. Also, löse meine Minispiele. Und danach können wir ja immer noch einen Kaffee trinken gehen. Ja, sehr gerne. Aber ist Kaffee trinken nicht normalerweise was anderes? Das würde ich gerne dann lassen. Boom. So, ich würde sagen, der Part ist ja schon wieder fast rum. Aber nur fast? Nee, eigentlich noch nicht. Wir können hier noch anfangen. So, aber trotzdem, sagt mir ruhig, war das okay, wie ich gerade eben diese komischen Minispiele besungen habe? Es waren ja immerhin 3 neue Texte dabei. Waren die alle gut? Waren die scheiße? Sollte ich damit aufhören? Keine Ahnung. Ich möchte bitte gern ein wenig Feedback dazu. Danke. So, aber jetzt gehen wir erstmal hier zu diesen Viechern da. Lulatschen. Lange Lulatsche sind das. Aua, der schlägt mich. Aua, der schlägt mich. Aua. Ah. Was sagen die? Curl Lights. Curl Right? Curl Right? Ja, ich glaube Curl Right oder sowas. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich höre da immer Karl Heinz. Au! Lissy down? Nee. Ist sie down? Nein, sie ist nicht down. Mit dir. Ich verstehe da echt, also wie bei dem anderen Karl Heinz, das verstehe ich hier. Ist sie down? Yo, ist sie down mit dir? Punch! Punch! Das kann ich wenigstens auch noch verstehen. Aber das andere ist für mich Karl Heinz und Lissy down. Genau, Karl Heinz und Lissy down. So wär's. Karl Heinz! Lissy down, nee, doch nicht. Karl Heinz. Pa-pa-pa-punch. Au. Karl Heinz. Karl Heinz. Karl Heinz. Karl Heinz. Karl Heinz. Lissy, nee, doch nicht. Karl Heinz. Down. Karl Heinz, Karl Heinz, Karl Heinz. Wer ist Karl Heinz, Karl Heinz, Karl Heinz? Wer ist Lissy Down? Lissy Down. Ja, wer ist denn diese Lissy Down? Lissy Down. Karl Heinz, Karl Heinz, Karl Heinz, yo. Karl Heinz, Karl Heinz, auch eins. Lissy Down. Ist sie down? Ja, sie ist nicht down. Oh. Karl Heinz. Sie ist down mit Karl Heinz. Papa Punch. Yeah. Ist sie down? Papa Punch. Ist sie down? Ist sie down? Mit Karl Heinz. Karl Heinz. Yo. Karl Heinz. Pa-pa-punch! Hey! Pa-pa-pa-punch! Yo, Mann! Dieses Lied nannte ich jetzt Karl Heinz. Warum auch immer. So, und damit hätten wir wieder eine Stage geschafft. Genau, ein Level durch. Schöne Sache.
So, was haben wir als nächstes? Ja, das sehe ich leider noch nicht so gut. Oh nein, ich habe ich weiß es, glaube ich. Ich drücke dich einfach weg, weil ich Angst habe. Ja, das ist ein Spiel, das gab es auch schon auf dem DS. Deswegen, ja genau, weil das ein Spiel ist, was es schon auf dem Nintendo DS gab, will ich einfach mal hier reingehen ins Café. Und zwar war ich fleißig, als ich die letzten Monate nicht aufgenommen habe. Naja, eigentlich war ich die ersten paar Tage fleißig und dann, ja, ne,